Mitten am Tag halten wir inne. Zeit auszuatmen und einzuatmen. Wir schließen die Augen und machen eine Pause von den Bildern, auf die wir starren. Wir schließen die Augen und schauen auf Gott, der unsichtbar bei uns ist. Möge Gott uns durch diese Zeit führen. Möge Gott uns die Augen für seine Fürsorge öffnen. Herzlich willkommen zum Mittagsgebet. Schön, dass wir beisammen sind und über die räumlichen Grenzen hinweg gemeinsam in der Bibel lesen, uns Gedanken machen, innehalten und beten. Mein Name ist Werner Geiselbrecht, ich bin Pfarrer hier in der Christuskirche in Innsbruck. Seit der Umgestaltung 2005/2006 nennen wir unseren schönen Kirchenraum hier auch offenes evangelisches Zentrum. Fast ein bisschen komisch, jetzt, wo wir alle geschlossen halten müssen. Aber auch wenn es scheint, als ob das Coronavirus derzeit die alles bestimmende Wirklichkeit wäre, wir glauben und hoffen doch etwas ganz anderes. Dass nämlich die alles bestimmende Wirklichkeit Gott ist, von dem uns die Bibel erzählt. Lassen wir uns also anstecken von seiner Liebe. Feiern wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aus Psalm 66. Jauchzet Gott alle Lande, Lob singet zur Ehre seines Namens, rühmet ihn herrlich. Sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. Alles Land bete dich an und Lob singe dir, Lob singe deinem Namen. Kommt her und seht an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Er verwandelte das Meer in trockenes Land, sie gingen zu Fuß durch den Strom. Dort wollen wir uns seiner freuen. Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich, seine Augen schauen auf die Völker. Die Abtrünnigen können sich nicht erheben. Lobet, ihr Völker, unseren Gott, lasst seinen Ruhm weiterschallen, der unsere Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten. Die biblische Losung für heute steht auch in einem Psalm, Psalm 107. Die er aus den Ländern zusammengebracht hat, von Osten und Westen, von Norden und Süden, die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. In diesen Tagen klingt das, was uns bis vor kurzem fast selbstverständlich erschien, fast wie eine gewagte Vision. Menschen aus allen Himmelsrichtungen kommen an einem Ort zusammen, um Gott zu loben und ihm zu danken. Vorgestern wollten wir hier in der Kirche einen großen Hochzeitsgottesdienst feiern. Braut und Bräutigam sind sehr international unterwegs, haben Freundinnen und Freunde und Familie in der halben Welt verstreut. Rund 150 Personen wären gekommen, buchstäblich von Osten und Westen und Norden und Süden, von überall her. Es wäre ein großes, besonderes Fest geworden. Natürlich musste abgesagt werden, aber nur der Termin. Denn das, was gefeiert werden sollte und was wir auch gebührend feiern werden, wenn die Zeit dafür reif ist, das Wesentliche, das ist natürlich nicht abgesagt. Eine besondere Liebe nämlich, die das Hochzeitspaar mit ganz viel und sehr bewusster Dankbarkeit auch als das wahrnimmt, was es wohl ist. Ein Geschenk des Himmels. Nicht abgesagt ist auch die Lebensfreude der beiden und ihr Eingebettetsein in ein Netz wertvoller Beziehungen. Nicht abgesagt ist, woran der biblische Vers erinnert, den sie sich als Trauspruch ausgesucht haben, aus dem 2. Timotheusbrief. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Schauen wir nicht nur gebannt auf das, was derzeit nicht möglich ist, worauf wir verzichten müssen, was jetzt nicht stattfinden kann. Nehmen wir auch bewusst wahr, was bleibt, was hält und durchträgt und unser Leben tagtäglich reicher macht. Und dann lasst uns Gott danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an uns Menschenkindern tut. Amen. Sammeln wir noch einmal die Gedanken und beten wir. Guter Gott, du weißt, wie uns ums Herz ist, in dieser seltsamen, herausfordernden, schwierigen Zeit. Nach wie vor machen die Einschränkungen vielen zu schaffen, das Zuhausebleiben, die vielen Absagen, der Verzicht auf Gottesdienste in unseren Kirchen, das notwendige Abstand halten, das bewusste Vermeiden von Nähe und Berührungen. Danke, dass wir uns jetzt an manche Lockerungen freuen dürfen. Danke aber vor allem, dass du uns immer nah warst, dass du uns nah bleibst und für uns da bist, dass nichts und niemand uns trennen kann von deiner Liebe, von deiner Kraft. Darauf vertrauen wir und darum bitten wir dich zugleich immer neu, weil wir dich brauchen und uns nach dir sehnen. Danke auch, dass jetzt so viele Menschen für andere da sind, sich um die kümmern, die Hilfe brauchen, einander stärken und trösten und Mut machen. Danke, dass wir auch in diesen Tagen so viel Grund zur Dankbarkeit haben. Und beten wir gemeinsam, wie Jesus selbst es uns beigebracht hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wo wir auch sind, wohin unsere Gedanken auch wandern, wir wissen, wo unsere Mitte ist. Bei Gott, dem Vater, der uns geschaffen hat, bei Gott, dem Sohn, der uns begleitet, bei Gott, dem Heiligen Geist, der uns Mut macht. Der Gott der Liebe und des Lebens segne uns und behüte uns. Er lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen.